Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. Hallo! Azzurro! Da kann ich nicht. So, wir sind dabei, für Franco eine Karriere zu wählen. Und ich muss ja sagen, ich würde ihn ja als Profisportler sehen. Aber ja, das können wir irgendwie nicht. Das ich finde ja Geheimagent geil, ne? Dim. Das ist völlig unterbezahlt. Guck mal auf Geheimagent. 17. Ja, er erstmal Buchhalter der Agentur ist. Ach so. Also, ja, nee. Warum gibt es nicht Sportler? Schriftsteller. Ja, Schriftsteller ist nichts für ihn. Lecker Maler, hör auf, Mann. Verbrecher. Verbrecher ist auch super. Ich glaube, er ist eher Geheimagent. Finde ich. Danke, Tali. Okay. Aber warum nicht. Na gut. Ja, ich glaube, dieses Bodybuilder-Ding. Das ist kannst du erst später, wenn du erst so Sportgerät hast. Und Bonzo ist jetzt Programmierer, Alter. Guck mal. Er will Sport machen. Kannst du dich mal laufen lassen oder irgendwas ein bisschen? Was will er denn machen? Er möchte einen Witz erzählen. Was hat Daniel? Ja, da war gerade immer sportspezifisch. Das Mikrofon in die Nase gedrückt. Witz über lustigen Pantomimen. Man kann sie gleich danach in die Pipeline für Sport. Die ganze Zeit siehst du Sport bei ihm aufblinken. Der will Sport. Das sind ja seine Gedanken. So ja, das heißt, er will Staub machen. Immer in Gold. Das ist auch noch besonders wichtig, dann bestimmt. Fernseher muss aus. Warum? Das ist Strom. Jong-Gin. Ich sag's ja. Okay. Weißt du, ich und Franco, ne, wir sind so. Ich weiß genau, was der denkt. Zack, dann soll er jetzt jonglieren. Was stimmt da unten rechts, was er noch könnte? Als du ihn angeklickt hast? Das hier? Nee, jemanden kennenlernen. Als du ihn selbst angeklickt hast. Achso, Energiesaft trinken. Jawohl! Ah. Kann ich erst einen Energiesaft trinken? Ah, warte mal. Kokett werden. Die wollen alle jemanden kennenlernen. Pape, schick sie. Pape, lass sie einfach mal los. Okay. Lass sie raus. Den Gonzo, den kannst du vom Rechner sitzen lassen. Das ist wie wir. Du kannst auch im Internet jemanden kennenlernen. Guck mal, sie ist schon ein bisschen müde. Sie hat noch die Dreiviertel. Ja, warte mal. Sie will ja. War sie nicht die im Park wollte? Ja. Frau geht laufen. Sie will im Park. Da kommt. Schnell. Was? Die gehen zusammen, John. Ja, Pape, dann sprich sie doch an. Das ist ein Typ. Echt? Ja. Kann trotzdem jemanden kennenlernen. Das ist ja Frage. Ja, warte mal. Melanie Tortellini möchte jetzt erstmal in den Park. Die Frage ist doch, wo haben wir den Park? Ist das. Für dir, Franco, ist ein bisschen so. Was hast du gesagt? Au! So, zurück in die Bruchbude. Ja, lass mal hier unseren Bonzo was machen. Keine Ahnung. Lass den mal einen Chick aufreißen. Oder aber so. Er ist doch gerade am Programmieren, hast du gesagt. Ja, aber die Fähigkeit ist schon erworben. Dann lass ihn jetzt Computerspiele spielen. Das wollte er auch. Ja, warte mal. Hast du jetzt die Schnalle mal losgeschickt oder was mit ihr? Die sitzt immer noch da, vom leeren Dings. Die kann nochmal pullern. Ja, was soll denn das? Dann lass sie doch mal hier irgendwie irgend so einen kleinen Latino-Jungen. Ja, genau. Wie kommt man denn hier? Haushalt, Ereignisplan. Reisen. Reisen vielleicht? Oh, jetzt geht's Beef. Sie will jetzt am Rechner und sieht, dass er dran ist. Nee. Jetzt ist sie sauer, doch. Sie ruft jetzt erstmal ein Taxi, glaube ich. Warum? Ja, weil sie reisen will. Sie fährt jetzt in eine andere Stadt und lernt da ihren Latino-Lover kennen. Den ersten. Und was macht Bonzo eigentlich? Bonzo programmiert noch. Blumen werden gedüngt. Ich glaube, das ist jetzt hier. Ah, okay. Und guck mal, und sie will hier in den Park. Geil! Gib mir Geld raus für den Park. Das ist doch jetzt geil. Und da, ich glaube, da versucht sie jetzt so. Lerne ich da jemanden kennen? Meinst du, es geht klar? Macht sie, glaube ich. Wie? Lädt ziemlich lange, ne? Was machen wir mit Bonzo jetzt gleich, Mann? Den muss man ja vielleicht noch mal ein bisschen zocken, würde ich sagen. Hat er lange nicht. So. Oh, sie hat hier direkt eine Cassandra Grusel freundlich vorstellen. Also sie braucht auch so eine beste Freundin. Sie jetzt, achso, ich dachte, ist Melanie vielleicht insgeheim eine Lesbe? Wollte ich gerade sagen. Vielleicht oder bisexuell? Ach nee, aber die ist ja noch Teenager. Oh, da kommt der! Hey, schnapp mit dir! Schnapp mit dir, Pape! Das ist Ron! Nee, Ron Weasley! Lass dich vorstellen! Lauf wieder her! Nein, hält er an. Er hat angehalten! Er zieht sich um. Jetzt war ich fast umgefallen hier vor Freude. Jetzt kommt er an! Jetzt hat er gesagt, Das ist er. Die Menschen kennen sich noch nicht. Oh, das ist ein Baby. Sie nehmen gleich schon die Scheren. Oh, er geht um sie rum. Oh, nice. Hallo, ich bin's. Hä? Kannst du dich mal bitte freundlich vorstellen? Schieb mal die Alte ab, Mann. Dann musst du erstmal das unten bei ihr wegklicken. Ah, okay. Stimmt. Hopp da. So, und jetzt mach ihn klar. Da komm einfach. Joa, ich glaube, er riecht an ihr. Er geht weg! Nein. Jetzt geht er gleich um. Und jetzt. Ganz schön was los im Park. Wer ist sie hier? Elena Mertens. Das ist eine für Bonzo, glaube ich. Die hat auch einen Hut. Witz über Enten erzählen. Ich glaube, das ist der wichtige Witz über Enten. Das ist Melanie, Mann. Okay. Schmutzigen Witz. Oder kennenlernen. Mach einfach kennenlernen. Rechts, dritte von unten. Outfit zeigen vielleicht. Und nein. Guck mal. Nein, kennenlernen. Es ist ein
Okay. Und dann fragen nach dem Techtelmechtel. Oh, und dann tu's nicht. Über Karriere. Nein, nicht über Karriere lügen. Man kann kein Techtelmechtel haben, aber man kann nach Techtelmechtel fragen. Ja. Die gehen schon weiter. Also vielleicht können ja auch junge Erwachsene mit Teenagern Techtelmechtel haben. Über Interessen reden. Aber er ist auf jeden Fall. Wer ist sie denn? Das ist sie! Das ist die erste für. Für Gonzo, ne? Für Franco! Nee, für Franco, ja. Potente. Mehr Auswahl. Lustig. Lustiges Video ansehen? Nee, lustig ist vielleicht auch nicht. Freundlich vielleicht. Tratschen? Ja, wie heißt die Blonde? Sie heißt. Nancy ist so ein richtiges Stück, ey. Aber könnte ich immer bitte unser heimliches Gespräch hier mit Malcolm K.O. schlagen? Wie geil ist das denn? Kannst du ihn bitte einmal K.O. schlagen? Bitte schlag ihn K.O. Oh, wir mögen sie gar nicht. Nee? Nancy? Nee, die hier. Ach so. Dann schlag sie K.O. Bitte. Was ist, wenn sie in den Knast kommt? Einschlagen. Achso, einschlagen ist aber falsch. Einschlagen ist anders. Oh. Was jetzt? Warum? Hallo? Hast du Joggen gehen gemacht? Nein. Warum geht sie joggen? Ich glaube, das ist... Sie geht spielen. Warum? Was machst du? Sie geht spielen. Nee, sie joggt. Nein. Ich glaub, das sieht, sah eher so aus, als wäre sie irgendwie, als hätte sie da gerade ein Missverständnis gehabt. Wahrscheinlich hatte sie keinen Bock auf Nancy. Ich meine, das kann man auch nachvollziehen, aber... Hierhin gehen. Nee, Malcolm geht nach Hause. Sind hier noch andere Gigolos? Oh, wie süß das gemacht ist, ey. Wo ist denn jetzt, was ist denn jetzt hier mit... Wir wollten doch hier jetzt den Typen klar machen. Ja, aber los? Der ist... Schau mal weg. Was kann man da für Kultur da... Weil wer ist er denn? Der ist doch ein Papa. Ja, und? Ein dicker Papa. Das ist der Vater von Draco Malfoy, ist das. Wer ist der noch? Weiß ich auch. Sie steht hier auch noch alleine. Komm, du rennst mal durch die Gegend, ey. Ja, die joggt da doch! Sie geht zu Moritz. Nein, sie will mit Moritz plaudern. Wer ist Moritz? Der da. Der spielt gerade Schach, Alter. Mal, der war Moritz, nerven, ne? Hör mal auf mit dem Scheiß Moritz jetzt. Moritz sieht aus wie so ein Knacki irgendwie. Geh mal näher an Moritz ran. Oh Gott! Was hat der denn für einen Körper? Ey, dass du ihm gerade nicht einen reingehauen hast, das hast du verkackt, Papa, das ist ja lustig gewesen, ey. Axel Völl. Axel, komm. Ah, guck mal hier. Zack, zack. Moritz voll. Über Interessen reden. Ach, warte mal, wer ist er denn? Ist er nicht der vom Anfang? Kannst du mal falsche Nachrichten verkünden? Die Welt geht unter. Oh nein. Über Eltern beschweren, weil sie einen Streit hatte. Guck mal, er denkt an sie. Hau ihm bitte einen rein, Papa, bitte. Nein, warte mal. Bitte. Unfug. K.O. schlagen, bitte! Mach es! Aber doch nicht ihn! Oder doch? Nein! Na gut. Jetzt ist es zu spät. Was macht er? Jetzt gibt's ihm ein Ding. Echt? Na, mal gucken, wenn er aufsteht. Oder kann man ihm ein Ding ziehen? Tag verschönern. Vom Herzen kommt ihm. What the fuck? Mama. Jetzt steht er auf und er kriegt ein Ding! Nee, er nicht. Aber er kriegt jetzt ein Ding. Echt? Ja. Steh auf, Mann! Jetzt! Oh Gott! Hä? Nein, er läuft auch weg! Wir haben alle Angst. Tag verschönern. Ich kann ihn aber anrufen. Tag verschönern, kniest dich gleich zum Blowjob hin, oder? Mach mal. Warum? Warum? Die spielen jetzt ernsthaft Schach? Der ist ganz schön dick, der Typ, ne? Das kann sie doch gar nicht. Au. Wer ist er denn? Zu dem geht's jetzt. Bitte. Alter, so wie der geht, ist das der Verwandter von Gonzo. Bonzo. Bonzo. Halt doch mal an, du Wurst, ey. Papa, gib's auf. Ey, du hast da schon jemanden am Schuh. Oh, ey, der ist ein Knacki, oder? Papa, ja, gib's auf. Nee, er geht auch nach Hause. Wir müssen auch nicht Bonzo vergessen. Das ist immer noch vom Computer, der Arme. Der ist wahrscheinlich schon irgendwie... Ist ja, warte, wir fahren YouTube, jetzt, ey. Wir fahren jetzt auch mal nach Hause. Auf YouPorn. Versuch noch mal, ob du ihm ein Ding geben kannst, ja? Ihm? Ja. Kann man nicht. Dann mach mal... Warte mal, doch, mehr Auswahl, gemein. Ich kann ihn anbrüllen und beleidigen. Lass mal. Lustig. Freundlich. Auf Wiedersehen sagen kann. Kannst du mir schön freundlich auf die Fresse hauen. Unfug. Ich kann ihm mit einem Handschocker reinlegen. Du kannst ihn auch mit nach Hause nehmen. Möchte ich nicht. Was ist mit so einem schönen Handschocker? Ja. Lade ihn mal zu einer falschen Party ein. Gegen das? Ja. Oh, warte, jetzt erstmal kurz. er fand's lustig. Zur falschen Party allein. Warum ist sie gelb? Muss sie auf Klo oder ist sie müde? Oh. Nee, müde. Ja. Wir schicken sie nach Hause. Sie hat Party gemacht den ganzen Tag. Sie hat an 10 Sekunden Schach gespielt und jemand mit einem Handschocker reingelegt. Aber sie hat den ganzen Haushalt umziehen lassen. Was ist das denn? Dass die Leute umziehen praktisch. Nein, hör auf! Ja, aber so wie? Sieht aus der Wohnung. Was gibt jetzt? Achso, nee, ich dachte gerade.
So, Papa, jetzt schnell zurück zu Bonzo, alle. Und den musst du dich erstmal kümmern jetzt. Ey. Geht los. Hast du gerade gesehen, dass er ein Penner auf der Bank geschlafen hat? Ein Papa, oder? Nee. Geh nach Hause jetzt. Diese coole Sims-Mucke, ey. So, die alte Schläfkleid, das wird gleich sowieso nochmal interessant. Irgendwer wo schläft. Auf der Couch. Ja, mal gucken. Und Franco hat sich natürlich das Doppelzimmer gegeben. Das Doppelbett. Oder schläft der mit Bonzo da drin im Doppelbett? Weiß es nicht, ne? Vielleicht solltest du mal das nächste Geld in zwei Einzelbett. Obwohl, nee, meine, da waren ja zwei. Da waren ja ein Doppelt und ein Einzelbett. So, jetzt lass sie mal schlafen, die ist doch fertig mit der Welt. Jetzt kommt sie praktisch schon nach Hause. Wo sind die alle? Die pennen alle schon, guck mal! Nebeneinander? Nee, Bonzo hat sich gleich. Was? Bonzo hat sich das dicke Bett. Nee. Franco ist noch am Rechner. Franco ist am Rechner. Und Bonzo pennt, ey. Dann legst du ihn ins Einzelbett. Komm, dann können die zusammen. Das wäre doch lustig. Nee, warte, er hat aber noch mal Hunger. Sie schläft doch, sie schläft da schon! Ja, hab ich doch gerade hingemacht. Hast du? Schnelle Mahlzeit essen. Ist nochmal ein Joghurt. Alles klar, ist auch wichtig. Joghurt und dann. Und dann pennen. Er muss aber jetzt in dem pennen. Das ist doch egal. Kann er ihn wecken? Nein! Lass Bonzo da schlafen. Bonzo, was schläfst du in mein Bett? Bonzo hat das verdient, liebe Kumpel. Findet ihr es nicht auch, dass Bonzo das verdient hat? Was ist das hier? Energie geladen werden. Okay. Also langsam müssen die mal arbeiten gehen, wenn ein bisschen Geld hier reinkommt. Wir wollen ja das Haus umbauen. Wir machen da so ein richtig, nachher machen wir so ein richtiges geiles Ding daraus. Mit so mega irgendwann bauen wir einfach unser eigenes Haus. Hat Franco jetzt schon einen Job? Ach ja, der ist ja Geheimagent. Der ist Geheimagent. Und Bonzo hat doch keinen. Ja. Buchhalter der Agentur. Fähigkeiten. Du musst doch gucken, was da, also auf dem zweiten von links, da, nein, ja, da. Ja, da steht, was du machen musst, damit du befördert wirst. Er muss selbstsicher sein. Sehe ich das richtig? Scheint so, ne? Ja, und die Geheimdienstdatenbank auf dem Computer durchsuchen. So pennen jetzt, alle. Genau, jetzt pennen alle. Die Zeit wird bei sowas ja immer schneller. Die Arme muss auf dem Sofa pennen, ey. Bonzo im Doppelbett, ey. Ich finde auch, dass Bonzo... Und sich direkt aufgewacht. Bonzo sollte das Doppelbett behalten, falls er mal eine geile Chica am Start hat, oder? Ich glaube, die kann da nicht drin pennen. Doch, aber sie schläft halt nicht so lange. Du musst sie dann jetzt wieder schlafen schicken. Warum? Ja, die wacht halt immer. Sie macht erstmal die Glotze an. Anni, sie hat Hunger. Wir pennen weiter. Ja, ich habe sie wieder schlafen gelegt. Oh, guck mal hier, Franco schön nackt. Ich finde, Franco sollte mal auf einen Chick schicken. Okay. Und Bonzo wieder einen Rechner. Damit ist er glücklich. Oder wollen wir uns einen Job suchen, für als Programmierer? Aber er ist ja ein Fauler. Meinst du, der? Ja, er ist ein Fauler. Aber brauchen die Kohle, Mann. Wir wollen das ja ausbauen. Oh. Aber Bonzo will dazu nichts beitragen. Meinst du echt? Bonzo ist glücklich, dass er ab und zu einen großen Bett schlafen Also hat. Einfach wieder einen Rechner. Zocken. Ja, der Bonzo. Da wird er ja Pro-Gamer. Ich hab gehört, dass man bei Sims sogar eine Pro-Gamer-Karriere machen kann. Ja, und dann kann man auch so selber streamen und so. Ja, da sehe ich Bonzo, muss ich ehrlich sagen. Da sehe ich ihn. In der Community. Bonzo wird professioneller Streamer. Wie geht's denn hier unseren. Oh, da muss aber einer gerade ganz nötig pissen, ey. Oh, Bonzo. Bonzo hat richtig. Alter, wie ein Stier. Mach schon mal in die Pipe, wenn er aufgewacht ist, dass er pissen geht. Na. Vielleicht wacht er auch. Ja, er geht mit einer. Er muss mal in meiner Nacht auch. Kennt ihr alle, ne? Hauptsache, er hat den geilen Hut auf. Komm, Bonzo, stehen. Blame. Chips. Na klar, gib mir gerne vor, was für Chips in der Nacht. Jawohl, die Chips. Danach lädt er sich nochmal schlafen. Du musst ihn auch irgendwie mal Hände waschen lassen oder so. Nein, Mann, das ist Bonzo. Der wäscht sich seine Hände nicht, Mann. So, kannst ja, du völlig knicken, ey. So, er zieht hier mit dicken Chips rein. Jawohl, Bonzo! Ich glaube, wir haben Ratzfatz hier im Bonzo-Fanclub, ey. Können wir nicht eigentlich auch hier Melanie vielleicht professionell streamen werden lassen? Und nächste Legendary Melanie oder sowas? Legendary Melanie ist eine geile Idee. Guck mal hier. Oh, aber sie hat ja schon einen Job. Aber Chips. Ja noch. Chips. Alter, das ist ey, so nice. Melanie ist auch am Start wieder. Sie ist pissed. Ich will auch Chips. Und sie hat Hunger. Und macht von da den Fernseher an, ne? Unglaublich. Dann soll sie hier auch nochmal eben eine schnelle Mahlzeit. Sie isst aber auch Joghurt. Aber sie hat mega Hunger. Da muss was Größeres. Und wie spät ist es denn? Ist es nicht schon morgens? Es ist 4. Oh. 3:50. Guck mal, der hat dieses goldene Symbol. Das bedeutet, dass irgendwas wichtig ist für ihn. Er will irgendwas... Nee, er geht pennen wieder. Jetzt hat er doch alles. Alles klar. Was mit Franco eigentlich? Ich glaube, der muss auch Lulu machen, ne? Alter Schwede, Der kackt dir ins Bett, ey. Meinst du? Jemand hat nicht gespült. Egal, komm, noch einen drauf und dann kann man noch spülen. Okay. Na, wer war denn zuletzt auf Klo? Ja, wer war das wohl? Unser Bonzo hat reingeküsst und reingedrückt. Ich glaube, das gibt Stress noch irgendwann, ey, wegen Bonzo. Leg sie mal neben Bonzo, nur mal so aus, dass es klappt, ja? Hm? Wenn sie fertig ist mit dem Essen, leg sie mal neben Bonzo.
Die geile Sau. Meinst du, dass sie einfach so heimlich jetzt... Ja, es ist so ihr brüderlicher, väterlicher Freund. Ey, sie nee, machen das. Guck mal, sie ist auch Pullermann. Sie ist auch leer. Ja, dann soll sie doch erstmal... Ja, dann lass sie doch erstmal. Der Rocco hätte ich fast... Oh, hätten wir Rocco nennen sollen, ey. Der schläft. Nee, aber sie spült von alleine selbst. Wir hätten Rocco nennen sollen, nicht Franco. Rocco ist viel lustiger. Ja, it's only ja, smells. Wir haben doch Bonzo auch, glaube ich, hier so unordentlich gemacht. Ich glaube, deswegen spielt er nicht. Der, oder der ist einfach verschlafen. Guck mal, sie haut aber alles raus. Guck mal, wie sie ihre Dings erhöht. Alter Schwede. Hygiene, sie muss sich auch mal waschen wieder. Morgen muss sie duschen lassen. Jetzt legt sie mal den Bonzo ins Bett. Aber erstmal spülen. Du bist echt. Aber sie macht da nur Nickerchen so heimlich. Nein, so. Macht sie nicht. Einfach so heimlich so. Bonzo, wach nicht. Sie hat gespült, glaube ich. Ja, hat sie auch. Und sie wäscht sich auch von allein die Hände. Bonzo macht das nicht. Nein, natürlich nicht. Bonzo geht Bonzo hoch. Bonzo ist Beste. Bonzo geht hoch und macht. Oh, riecht noch nicht. Und geht weiter. Geht noch. So, jetzt pass auf. Was macht sie? Nee, will sie nicht. Will sie nicht? Nee, da liegt schon jemand, ein halbnackter Typ. Will sie nicht? Nein. Lieber noch Bonzo ist doch angezogen beim Schlafen. Ja, aber es ist doch ein Doppelbett. Warum will sie da nicht? Weil sie noch nicht kennt gut genug oder was? Oder ist das generell nicht möglich? Ich glaube. Doch, das ist bestimmt möglich. Aber vielleicht riecht sie auch. Sie müssen sich besser kennen. Ah, jetzt kommt er. Jetzt kann sie. Er geht jetzt alleine Lulu machen, oder? So ein Franco hat, glaube ich, jetzt was ein bisschen. Boah, was Franco haut jetzt alles raus. Boah, hier Explosion. Und danach kannst du. Muss pieseln! Danach kannst du ihn duschen lassen, weil die Hygiene auch sehr nix ist. Nachdenklich duschen. Ja, ist okay. Das ist es. Ja. Weißt du, duschen kann jeder, aber nachdenken, das kann nicht jeder. So, und danach merkt er. Das muss er machen, Alter? Ja, ey, er merkt halt, ey, ohne mich im Haushalt läuft gar nichts. Meinst du echt? Ja. Okay. Und auch er wäscht sich brav die Hände, weil er macht nicht den Riechtest. Ja, Mann, er ist halt der. Ja. Ob uns auch manchmal so. oder wenn er pupst, macht er so. So einer ist er? Ich glaube, ja. Nee, das war der falsche. Sorry, guck mal, jetzt, das ist übrigens nachdenkliche Duschen. Das ist nachdenkliches Duschen. Ja, er sieht auch nachdenklich aus, ne? Ja, also, ich finde es besser, wenn er da studieren würde und so eine Denkerpose machen würde. Und dann kann er aufräumen und danach gleich wieder Frühstück machen. Er muss heute 2 Stunden bis zur Arbeit. Okay, okay. Jetzt er muss noch was essen, ne? Ja, er muss unbedingt Frühstück servieren, Rührei. Rührei ist geil. Er schafft es nicht mal ein komplettes Essen zu machen in der Zeit. Okay. Warum? Ja, stimmt, weil die Zeit. Weil die länger brauchen dafür. Ja. Cerealien. Wie lange brauchen wir dafür, Tali? Ich glaube, in Sims halt eine Stunde. Eine Stunde, ja. Aber wenn er 2 Stunden noch Zeit hat, er muss noch duschen. Ja, bis. Ja, nee. Gut, was machst du mit den anderen jetzt? Die können schon ausschlafen. Er ist natürlich als Geheimer, geht man natürlich früh raus. Oh, sie stinkt. Ja, sie muss gleich erstmal duschen. Ja, ja. Und danach. Weiß ich auch nicht. Kann sie frühstücken? Franco muss die arme Sau, muss auf der Couch schlafen immer. Ja, gut, die dumme Schlampe. So, sie war einfach da, ne? Kurz vor. Eigentlich ist es nur eine Bonzo was und Franco. Was macht der denn, Alter? Der ist halt nachdenklich. Das heißt, der putzt auch dreimal seine Aber der schafft, glaube ich, nicht mal. So, jetzt muss er. Oh, geiles Outfit. Aber gleich ist die Fahrgemeinschaft da. Es gibt keine Fahrgemeinschaft, der verschwindet einfach vor dem Haus. Ja, ist ein bisschen doof gemacht. Gut, dann wäscht sie ab, sehr gut. So, sie ist aber wach geworden. Sie ist wach geworden und sie soll erstmal duschen, Alter, sie stinkt. Weil. Guck mal, wie sie stinkt. Hat sie erstmal den Fernseher angemacht oder war er? Ja, sie macht immer sofort den Fernseher an, ey. Und Pabe ist da gnadenlos, ey. Pabe möchte gerne, dass sie ein bisschen intellektueller ist. Sie guckt immer RTL den ganzen Tag. So, Bonzo pennt, hat Hunger, Hygiene, komm, Hygiene. Wenn er aufwacht, weiß, was er dann macht, er denkt sich dann, das macht er dann jetzt sofort, ne? Ne, lass das dann, lass ihn noch ein bisschen pennen. Ich finde, er muss bis 3 Uhr pennen, mindestens. Oh, weck ihn mal und lass ihn ins Badezimmer gehen. Oh, das ist eine geile Idee. Nein, macht er aber nicht. Aber das Problem ist, er ist ein Gamer. Das heißt, es ist 7 Uhr, da steht er niemals auf. Lass ihn bitte ausschlafen. Okay. Wir Gamer wollen ausschlafen, habe ich recht, liebe Community. So, er hat es gegessen, sauber, er will Sport machen, er will immer nur Sport machen. So, aber jetzt geht erstmal Franco back to business. Erstmal. Franco verschwindet zur Arbeit, genau. Er geht nicht zur Arbeit. Okay, weg ist er. Geil. Franco ist zur Arbeit, sehr gut. Dann gibt es ja nicht Cash, Papa, wir werden reich. Der wird ein neuer James Bond, ich sag's dir. So, jetzt geht es auch. Gonzo ist aber von alleine früh aufgestanden, Bonzo. So, Hygiene, hat sie schon geduscht? Ja. Hat sie. Was hat sie für ein Problem? Lass sie doch Frühstück machen, die olle Bitch, Mann. Die steht auf der. Aber nein, die muss doch zur Schule. Muss sie? Ja, klar. Bist du sicher? Ja. So, Bonzo geht auch nicht mehr duschen. Was macht er? Was macht sie jetzt ihr? Was macht sie? Bonzo braucht doch nicht duschen, Mann. Was macht sie da gerade? Macht sie gerade Frühstück, oder? Ey, hast du bitte schnell duschen gemacht, weil Bonzo macht bestimmt auch eine Katzenwäsche. Ach, sie macht Rührei jetzt, okay. Von alleine? Aber sie muss zur Schule. Er wird dann schon gehen, wenn sie zur Schule muss. Vielleicht muss sie nicht zur Schule. Doch, muss sie. Außerdem erwirbt sie gerade wichtige Fähigkeiten. Kochen, genau. Guck, zack, zur Schule, lässt das Essen mal auf. Echt, muss sie? Ja. So, Bonzo kann jetzt den Rest machen. Ruhe fortsetzen. Ja, macht er. Er geht da so hin und denkt so. Das ist Arbeitsteilung, weißt du? Er sagt, fang du schon mal an, die Hälfte kannst du abhauen, dann mach ich den Rest.
Bonzo schrubbt sein Pillemon, ey, das passt nicht. Du lässt es schnell duschen, Mann, das ist ein Gamer, der geht einmal runter. Er läuft nackt. Oh, ich dachte, er läuft einfach nackt so weiter durchs Haus. So, und für Bonzo haben wir heute einen ganz großen Tag vor uns, finde ich. Okay. Jawohl, Bonzo ist jetzt erstmal und finde ich, danach macht er... Danach, meinst du, danach geht er mal in den Park? Nee, ich würde sagen, pass auf, wir müssen ein Pro-Game aus ihm machen. Er soll auf Twitch streamen, das heißt, ich würde sagen, er zockt einmal den ganzen Tag. Also ich würde sagen, dass das, was Bonzo macht, sehen wir in der nächsten Folge, weil das war es nämlich schon wieder. Schon wieder vorbei, liebe Community, es tut uns leid, morgen sind wir wieder da für euch. Schreibt in die Kommentare. Was wird Bonzo machen morgen? Was muss... Ja, genau, was wird er machen? Was wird er machen? Was glaubt ihr? Ja, was soll er machen vor allem? Genau, und schreibt auch immer, was die Charaktere weitermachen sollen. Ja, weil ihr könnt die Story übrigens auch so ein bisschen mitgestalten. Ja, richtig. Soll Bonzo morgen eine geile Chick-Klar machen, die alle mit den großen Huben, die wir gerade gesehen haben? Was soll er machen? Oder soll er den ganzen Tag zocken? Was soll er machen, liebe Community? Schreibt es in die Comments. Also, wir sind morgen für euch da. Ciao, ciao.